der schwarzen Hose. Drei Kämpfe, alle drei verloren. Der Alexa Kesic 2 vorzeitig. Brachte 95 Kilogramm auf die Waage. Mike Lenis ein paar Kilogramm mehr. 4 Kämpfe, 4 Siege, einmal vorzeitig gewonnen. Also mal schauen, wie die Sache hier ausgeht. Also hier schon mal von Anfang an für einen Schwergewichtskampf. Gutes Tempo. Lenis ist natürlich da bevorteilt, was die Körpermaße angeht, die bessere Reichweite. Guter Körpertreffer. Rechtsauslage bei Lenis. Ups, da hat er versucht, die linke Schlaghand reinzubringen. 35 Jahre ist er alt. 1,90 Meter aus Karlsruhe. Na, ein bisschen sehr ungetüm, der Kesic. 19 Jahre, noch blutjunger Boxer. Ja, 95 Kilo ist halt so ein Ding. Da sollte sich überlegen, ob er nicht vielleicht doch wieder zurück ins Cruisergewicht geht. Die paar Kilo da auch noch abspeckt. Für ein Schwergewicht, der ist einfach zu klein. Und auch zu leicht. Na, nicht schlecht. Lenis sollte ja seine Deckung etwas höher nehmen. Naja, Remo sagt, hier kommt Freundchen, auf den Kopf aufpassen. Nicht immer so mit dem Kopf nach vorne in den Gegner reinmarschieren. Zwei harte Körpertreffer, da muss er mal auf die Knie und wird angezählt. Der gute Alexa Kesic, ja, die tun weh, die Dinger. Aber ja, man sagt Gott, kann weitermachen. Aber das ist natürlich genau die richtige Marschroute jetzt für Lenis. Jawohl, er geht weiter auf den Körper. Er versucht da jetzt hier mit wilden Attacken. Nein, schöner Kampf. Das fällt nicht. Kesic ist ein bisschen böse geworden jetzt, nachdem man da mal tief durchatmen musste am Boden. Und naja, war wieder einer am Körper, das tat ihm wieder weh. Also ziemlich viel Gewürge hier in dem Kampf. Aber erste Runde geht natürlich auch durch dieses Anzählen von Kesic mit 10 zu 8 an Mike Lenis. Interessanter Mann, der gibt ADHS-Kindern Unterricht im therapeutischen Boxen. Das zum Abbau von Stress, zum Lösen emotionaler Blockaden und einer Verbesserung der Körperhaltung führt und. Also viele Vorzüge für die Kids, die da mit ihm arbeiten. Trainer auch bei der Warriors Home in Roth. Und hat auch schon im Boxen so Erfolge gefeiert. War Frankenmeister, bayerischer Meister, süddeutscher Meister, Fünfter bei den deutschen Meisterschaften, hat auch schon mal hingekriegt bei den Amateuren. Also Mike Lenis, auch wenn er relativ spät zu den Profis kam, dann doch ein sicherlich besser ausgebildeter Boxer als dieser Alexa Kesic, der da relativ ungestüm zur Sache geht. So ist richtig, hörst mal wieder zum Kopf. Jetzt kommt er wieder wie die Dampfmaschine. Der Kesic
Profi seit 2022 ist er. Also im letzten Jahr fing er mit dem Profisport an. Kriegt es hier schön auf die Nuss. Das ist natürlich wütendes Anstürmen ohne Sinn und Verstand, ehrlich gesagt. Und das macht natürlich dem Lenis einfacher, hier seine Treffer zu setzen. Aber noch steht er. Ja, er hat also den eigenartigen Boxstil da immer nach vorne gebeugt. Das lädt natürlich auch noch zu Aufwärtshaken ein. Die hat Lenin es noch gar nicht gebracht bis jetzt. Führen, dann der Haken. Und dann die Aufwärts nachziehen. Aufwärts nachziehen, wenn er zu dir herkommt. Aufwärts haken, bring mal, komm. Gut. Immer wieder da. Versucht dann auch die Leber zu treffen. Schläge, die er nehmen muss. Also wenn er an seiner Boxtechnik da nicht rumfällt, der Käse, dann wäre es für seine Gesundheit besser, wenn er sich einen anderen Sport suchen würde, würde ich sagen. Warte mal, aufwärts sagen, wieder Kopftreffer. Er wehrt sich jetzt schon kaum noch. Jetzt war da mal so ein Heumacher ausgepackt. Konditionell scheint er auch nicht gerade bestens durchtrainiert zu sein, und da kommen die schweren Dinge. Und jetzt hört er auf, jawohl. Er hat zu viel kassiert und da schüttelt den Kopf, und vollkommen richtig. Er schützt sich selber, und vorzeitiger TKO-Sieg für Mike Lenis. Auch bei Kesic, übrigens vom Beruf Taxifahrer, Drasan Janjanin in der Ecke. Lenis ist seit 2022 Profi, begann mit einem Sieg über den Franzosen Adrien Filser. Zuletzt 2023 auch schon ein Kampf. Punktsieg über Admir Oglic aus Bosnien-Herzegowina. Das Ganze fand in Darmstadt statt. Trainiert wird er von Michael Henze. Und mit in der Ecke ist auch Marco Sporer. Ja, groß die Punktzettel auswerten brauchen wir nicht. Vorzeitiges Ende. Freut er sich. Mal schauen, wie es mit Mike Lenis weitergeht. Mit 35 steht er ja auch nicht mehr gerade am Anfang seiner Karriere.